Hi Leute, willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Final Fantasy X. Yeah! Im letzten Part waren wir hier beim Javan Temple Bay angekommen und haben Geos Gaino besiegt. Das ist dieser lustige Gretenfisch, der uns hier essen wollte, als wir das erste Mal hier waren. Und wir sind auf der Suche nach Lulus Solaris Waffe. Irgendwo soll die doch rumliegen, oder? Im letzten Part war ich schon semi-erfolgreich dabei, sie zu finden. Ich habe keine... Ah, hier! Eine geile Truhe. Nebelspiegel leuchtet schwach. Benutzen. Ohne den Nebelspiegel wäre es uns also nicht möglich gewesen, die zu öffnen. Das ist also auch der Grund, warum wir... Noch fehlt die Kraft? Was? Noch fehlt die Kraft? Nein, nicht im Ernst! Oh nein! Verdammt, ich muss doch irgendwas machen, damit das funktioniert. Scheiße. Okay, dann müssen wir nochmal zurückkommen hier. Das bedeutet, ich kann auch noch nicht die Truhe mit Fyrikus Ekstase-Waffe öffnen. Also Solaris-Waffe, also die Gotthand. Na gut, aber hier können wir rein. Ich muss eben nochmal auf einem schlauen Zettel markieren, dass ich nochmal zurück muss hierher. Okay. So, alles markiert. So. Hier ist dieser geheime Tempel, in dem wir sonst nicht reinkommen würden, wenn wir nicht alle geheimen Items der Tempel gefunden hätten. Und in diesem Part schnappen wir uns einfach mal die Gelegenheit, die zweite geheime Bestia zu finden. Das sollte doch eigentlich möglich sein jetzt, oder? Einfach mal rein hier. Okay. Lustige Statuen mit Spheroiden. Und eine Truhe sehe ich da schon. Was leuchtet denn da jetzt so komisch? Ja, ich weiß, ich habe da die Truhe gesehen, sonst hätte ich es auch nicht gesagt. Aber ich möchte erstmal hier die ganzen Statuen analysieren, was die hier machen. Das hier ist der Eisspheroid von Shiva aus dem Makalania-Tempel. Was der erste war, weiß ich nicht. Der war gelb. Keine Ahnung, vielleicht Bisset? Valfaris? Das hier ist schwarz, wahrscheinlich Bevel und Bahamut? Wenn ich raten müsste. Ich habe keine Ahnung. Was sind das hier überhaupt? 6 Schätze in 6 Tempeln. Finde alle versteckten Schätze in den Hallen der Prüfung. Stellst du dich vor die Statuen, so wird sich das Tor zur Kammer der Astra öffnen. Opel Astra, auch ein sehr tolles Auto, ne? Aber das ist, damit ist hier was anderes gemeint. Das ist blau. Was ist denn das jetzt noch möglicherweise? Das könnte auch Bahamut aus Bevel sein. Achso, das Schwarze war bestimmt Zanarkand. Aus dem Zanarkand-Kloster. Was ist das hier? Okay, das ist Strom, also Ixion aus Josei. Dann müsste das hier Ifrit sein. Genau, Ifrit aus Kelika. Okay, alle Statuen sind aktiviert und da sind noch 2 geile Truhen, die ich auch noch öffnen möchte. Und das Siegel am Ende der Halle müsste sich brechen, erbrechen und wir können rein. Das wäre natürlich ziemlich geil. Wunderbar. Und dann steht uns nichts mehr im Weg, um das geheime Bestia-Teil hier zu bekommen. Aber erstmal die Truhen. Finale Elixier! Yes! Und auf der anderen Seite... Mega-Phönix. Schön. Mega-Phönix ist auch cool. Für gefährliche Situationen immer begehrenswert. So, einfach mal rein hier in die Kammer der Astra. Und holen wir uns einfach mal die zweite geheime Bestia neben Jojimbo. Man kennt diese Bestia übrigens schon aus dem Spielverlauf. Möchte es aber noch nicht spoilern. Ihr werdet es gleich sehen, wer es ist. Da-dam. Man könnte schon erkennen, was es ist. Moin. Wer bist du? Habe ich den schon irgendwo gesehen? You are Maester Seymour's mother. Ba ba bam. So you know, yet still you seek my aid. My son, do you not hate him? Oh doch, wir hassen ihn sehr. It is all right. He is the one who sowed the seeds of hatred. He is to blame. But I am at fault for letting him become what he was. He was always alone. Half Guardo.
half man. I wanted to give him the strength to live by himself. And so I became a Faith. But because I let him taste power, he began to thirst for more. He was not satisfied with my Aeon. He wanted more, more power. And he found Sin. Yes. Come, Summoner. I will bestow you with my power. The Dark Aeon, Anima. Destroy Sin and my son's obsession with it. Wunderbar, Anima! Though it is small recompense for what I did to him. Gegen Anima haben wir schon mal gekämpft und wir haben ihn auch schon mal in Aktion gesehen, wo er das Stadion von Luca gecleared hat vor den Monstern. Ich weiß immer noch nicht, wer das angegriffen hat. Naja. Okay, Anima haben wir bekommen. Cool. Ist da sonst noch irgendwas Geiles? Naja. Voll schade, dass ich nicht diese Truhe öffnen konnte mit der Solaris-Waffe. Aber irgendwie muss ich meinen Nebelspiegel noch verbessern, glaube ich. Traurig, da müssen wir hier also nochmal hin. Okay, zwei Solaris-Waffen sind uns bisher also schon durch die Finger gegangen, die wir eigentlich hätten schon haben können, weil wir die Truhen schon gesehen haben und sogar schon versucht haben zu öffnen. Und zwar von Riku, die Gotthand und von Lulu. Naja, erstmal zurück zum Flugschiff, würde ich sagen. Wir haben hier erstmal nichts weiter verloren, beziehungsweise schon, aber wir können nichts weiter hier ausrichten, weil uns irgendwelche tollen Sachen fehlen. Mann, ey! Okay, zurück an die Oberfläche, würde ich mal sagen. Und was können wir als nächstes noch so machen? Ha. Erstmal zurück zum Flugschiff, weil hier haben wir nichts weiter. Also es ist hier so eine traurige Gegend, hier alles einsam und so, nicht mal Vögel sind hier mehr. Teil ist verscheucht, als er damals hier war. Erstmal speichern, ne? Weil dieses tolle Erfolgserlebnis möchten wir natürlich nicht missen. So, und zum Flugschiff. Okay, ich würde vorschlagen, ich suche nochmal nach Koordinaten, weil es gibt noch ein Gebiet auf der Welt, wo es Monster gibt, die Waffen mit null Gegnern Verzauberungen droppen. Und die suche ich jetzt. 7033 suchen wir. 7033. Omega-Ruinen wurden entdeckt. Schön. Gegen den Boss, da möchten wir noch nicht kämpfen, glaube ich. Der ist zu hart noch. Aber es gibt da das letzte Albed-Lexikon dort. Und es gibt Monster, gegen die man gut kämpfen kann, um XP zu grinden. Also Sphero-Level. Und wie gesagt, auch diesen einen Gegnertyp, der... What is this place? 700 years ago. A monk who defied the teachings was sentenced here. Oh, the traitor Omega, yeah? Yeah! Omega's loathing of Yevon has turned him into a fiend. They say he liked it underground, out of the light. So, he's here? Scared? Not a chance. Ja, gegen Omega möchten wir noch nicht kämpfen. Übrigens hier. Die einzige von zwei Gebieten auf der Welt, wo man die Karte selber ausfüllen muss. Das ist natürlich auch nett. Das andere ist nur, Ey, was laggt denn jetzt so? Hallo, lag? Lag! Epischer Lag! Okay, na gut. Ein Hinterhalt, auch das noch! Warum laggt das so komisch jetzt? Das ist natürlich uncool. Oh, okay, die machen einiges an Schaden hier. Ich weiß nicht, ob ich gegen die kämpfen möchte. Vor allem nicht mit einem Hinterhalt! Ich fliege lieber mal. Vor allem, weil ich auch die falschen Waffen ausgerüstet habe. Ich möchte hier nicht drauf gehen. Alter, was machen die für Schaden? Und tschüss. Lag natürlich nur an dem Lag, ne? Ihr habt das ja selber gesehen. Nur deswegen habe ich diesen Kampf so heftig verloren. Okay, als erstes müssen wir unsere Waffen zurückändern, weil wir haben ja noch diese komischen Kacksachen hier. Wir hatten hier Doppel-AP. Mit Walker hatten wir Angriff... Was? Was? Seit wann habe ich den? Seit wann habe ich den, bitte? Ich glaube es nicht.
Ich habe schon eine Waffe mit null Monster. Wieso benutze ich die nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seit wann habe ich die denn, ey? Das ist ja unglaublich. Alter Verwalter, ich habe eine Waffe mit null Monstern. Cool. Das hätte ich jetzt niemals im Leben gedacht. Das bedeutet, wir können jetzt hier durchrennen und das Albert-Lexikon suchen, ohne von Gegnern hier attackiert zu werden. Und die Truhen können wir natürlich trotzdem mitnehmen. Level 4 Sphero-Pass, auch cool. Man muss allerdings aufpassen, nicht, dass man hier in die Sicherheitsband... Was ist denn das? Ist das für Orin? Man muss allerdings aufpassen, dass man nicht in die Fänge von Omega Weapon läuft hier. Der Sicherheitsband. Stummwall, Blindwall. Okay. Nee, ich bleib lieber hierbei. Die Waffen, die man hier findet, und also die Truhen generell, sind natürlich ziemlich krass, weil das sind die Omega-Ruinen, ne? Das ist eine der heftigsten Höhlen des Spiels. Ich suche eigentlich nur das Albert-Lexikon Band 26 und dann würde ich mich eigentlich schon wieder ganz gerne verpissen wollen von hier, weil die Monster sind doch einiges... eine harte Nummer hier. Ist allerdings ein guter Ort, wenn man um Sphero-Level grinden möchte. Ich hoffe nur, ich laufe nicht dieser Omega-Weapon in die Hände, das wäre uncool. Und wie krass ist es bitte, dass ich so eine Waffe mit null Monstern habe? Walker, du hast einen Wechselspieler mit null Monster. Ich bin so froh darüber. So, was ist denn hier noch drin? Drei geile Truhen. Konterangriff. Was ist das? Was ist bitte ein Konterangriff? Ist das eine Waffe? Falls ja, für wen? Konterangriff. Für Walker. Zauberkonter und Konter. Das ist natürlich cool. Möchte ich jetzt allerdings nicht ausrüsten. Rüste ich dann aus, wenn ich bereit bin zu kämpfen, okay? Weil sonst würden mich nämlich Monster nicht angreifen. So, nächste Truhe. Oh, hier sind Gegner drin. Verdammt! Und warum lag das hier so in dieser Omega-Ruine? Das ist ja voll uncool. Saurus heißt der. Gibt es nicht so einen Herr der Ringe, der auch so heißt? Saurus? Wie viel HP hat der? Der hat, nicht durchschaubar? Warum das denn nicht? Okay, Riku. Gucken wir mal zuerst, was in dieser geilen Truhe ist. Und es tut mir echt leid, ich weiß nicht, warum das hier in dieser Höhle so laggt bei den Kämpfen. Oh, das ist ein Gegner, verdammt. Ich möchte gar nicht wissen, wer da rauskommt. Ach so, eine Mimik. Ach Gott, ey. Ich weiß nicht, ob ich gegen die Gegner hier kämpfen möchte. Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, die sind noch eine Nummer zu heftig. Obwohl, vielleicht mit Jojimbo würde es vielleicht gehen. Ah, ich bin mir echt unsicher, ob ich das... Aber ich habe auch kaum Geld für Jojimbo. Okay, wir probieren es einfach mal. Wir machen einfach mal Goldnadel hier auf Kimari. Wir versuchen einfach mal hier unser Glück. Ich hoffe, wir überleben den Kampf. Sowohl mit unseren Charakteren als auch mit der Aufnahme, dass es nicht abkackt hier wegen den Low FPS und so. War Walker schon dran? Nee, ich glaube nicht, ne? Der gute Walker, er kann auch mal seinen Ekstase eigentlich benutzen, ne? Tombola? Obwohl, ne. Okay, getroffen. Treffer sind immer cool. Yes, Treffer. Okay, der versteinert uns echt immer. Das ist natürlich ziemlich kacke. Aber wir können froh sein, weil Bestien sind immun gegen Versteinerungen. Warum leckt das so? Das ist doch echt unschön. Was ist denn hier los? Warum ausgerechnet hier? Ist die Mimik zu intensiv hier, dass es zu viele Grafikprozesse benötigt, um die darzustellen, weil die so viele Partikel hier rumfliegen hat oder so? Ja toll, direkt nochmal. Ich glaube es auch, ey. Das ist ja unglaublich. Wir müssen direkt noch eine Goldnadel benutzen auf Orin. Aber ich glaube, die Monster hier dürften einiges an Erfahrungspunkte geben und auch relativ gute Items droppen. So, jetzt aber nichts wie Yuna hier und eine Beschwörung raushauen. Weil sonst habe ich gegen diese Kollegen, glaube ich, noch nicht so die heftigen Chancen. Anima könnte ich eigentlich auch mal probieren, ne? Haben wir ganz neu. Brandfrisch, direkt aus der Bäckerei. Wollen wir das machen? Wollen wir Anima probieren? Okay, wir probieren Anima. Ihr habt mich überzeugt. Schade nur, dass diese Animation jetzt wegen diesem Lag so... ja... vernichtet wird quasi. Der hat bestimmt so eine krasse Animation. Also so eine Beschwörungs-Animation. Und dann laggt das hier die ganze Zeit. Das ist natürlich echt traurig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist auch nur hier. Sonst ist das nie. Nur die Omega-Ruinen. Na toll. Aber okay, ich verliere darüber in Zukunft einfach keine Worte mehr. Zumindest in diesem Part nicht. Weil das geht bestimmt auf den Senkel hier, wenn ich die ganze Zeit rede. Voll dumm, ey. Ja. Share your pain with you.
Ja, moin Anima. Das erste Mal, wo wir hier mit dir kämpfen. Was kannst du denn so Geiles? Level 3 Zauber natürlich, nicht? Bio und Tod auch noch. Tex, Schlafhieb, Blindhieb, Blundschock, Zombiehieb, okay. Weltschmerz, Schaden mit sofortigem Tod. Das klingt natürlich auch nett. Probieren wir mal auf die Mimik aus. Weltschmerz. Hast du eigentlich auch HP Breaker? Ich glaube schon, oder? Also der kann deinen Gegner sofort töten, ansonsten macht er ziemlich viel Schaden. Okay, 11.000 in diesem Fall, weil er immun gegen sofortigen Tod war. Okay. Und ich weiß gar nicht, was die Ekstase von Anima ist, ey. Es muss auf jeden Fall ziemlich krass sein. Aber Weltschmerz, wenn man das benutzt, dann ist man natürlich ziemlich lange nicht hintereinander dran, ne? Aber vielleicht kann ich diesen komischen Typen jetzt hier besiegen. Okay, das war der sofortige Tod-Effekt, weil kein Schaden aufgeleuchtet ist. Oh, Ekstase ist voll. Ich hoffe, ich komme nochmal dran, um diese zu benutzen. Nicht töten, nicht töten, nicht töten, nein! Nein, oh Mann! Okay, schade, Anima. Ja, sogar gegen normale Monster hier, solche Standardmonster, verkacke ich schon volle Kanne, weil diese Höhle hier ist echt eine harte Nummer. Okay, mal gucken. Einfach bis Yuna das nächste Mal dran ist. Oh ja, das macht ja echt viel Schaden. Meine Herren. Bin extrem überrascht, wie viel Schaden das doch gemacht hat. Okay, Yojimbo! Yojimbo! Mal gucken, was er so ausrichten kann. Sein Ekstase ist auch fast voll. Ich weiß gar nicht, was die macht. Macht dann ein automatisches Sanmatao? Sanmatao ist nämlich die stärkste Attacke, die Yojimbo so machen kann. Okay, du Kerr. Ein Gil. Mal gucken, was du so machst. Und wie viel Schaden es vor allem macht. Wakizashi! 380, bitte? Was für mal alles in der Welt? Wie schlecht war das? Oh, Mann. Ja, toll. Und was bringt die Ekstase jetzt? Das bringt doch gar nichts. Nichts ändert sich. Kuzuka! Yes! Klingt auch wie ein Motorrad, so ein Kuzuka. Okay, ich glaube, Yojimbo wird es hier nicht packen, weil er zu wenig Schaden macht. Das ist natürlich scheiße. Ah, Mann. 6 Skill. Okay, damit muss er jetzt auskommen. Ich bin doch schon so weit in diesem Kampf. Ey, Mann, ich möchte nicht gegen diese komische Mimik hier verlieren. Aber die macht ja... Ich mache echt überhaupt keinen Schaden an dem Typen. Das ist ja voll dumm. Kann ich irgendwie Armor Breaker oder so auf den machen? Also Armor Break, dass seine Rüstung vielleicht ein bisschen gesenkt wird? Weil der hält echt verdammt viel aus und seine Verteidigung ist extrem hoch. Das ist uncool. Vielleicht macht Lulu viel Schaden. Ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Wechseln wir mal zu Lulu. Mal gucken. Wie wär's mit Flair? Okay, gut. Das ist eine feine Sache. Bahamut. Mega Flair, würde ich mal sagen. Gegen so ein Standardmonster, welches uns einfach angreift. Weil wir haben sonst keine Chance. Obwohl Flair war definitiv gut. 10.000 macht das. Ich habe natürlich auch keine Ahnung, wie viel HP diese Mimik hat. Und wehe, dieser Kampf gibt nicht viele XP und krasse Items. Dann bin ich böse. So, Mega Flair. Mal schauen, wie viel das macht. Unfassbar, wie lange ich in diesem Kampf hänge. Das ist nur so ein Standardkampf und wir sind schon 10 Minuten oder so da drin. Vernichtend! Cool! Alter, aber der Kampf war echt krass, ey. Ohne Witz. Ohne Schmarrn. So, was bringt er jetzt an XP und Items? Was? So wenig? So wenig? Nein! Wieso so wenig? Und solche scheiß Items, ey. Unglaublich. Das ist ja wohl ein Witz. Tolle Wurst. Okay, das nächste Mal, wenn wir gegen solche Leute kämpfen, machen wir uns Tschüss. Na toll, und die Truhen sind auch verschwunden. Ich verstehe. Ich verstehe. Also eine... Da stehen ja immer mehrere Truhen beisammen. Und warum geht es hier nicht lang, obwohl es laut Karte da lang gehen sollte? Es stehen ja immer mehrere Truhen zusammen. Und... Ach so, hier geht's los. Und in einer davon ist immer so eine Mimik. Und wenn man die findet, sind die anderen Truhen dann hinfällig, ne? So, ich möchte natürlich auch nicht in die Fänge von Omega Weapon hier laufen. Das wäre uncool.
Jetzt ist ja noch so ein aufgespaltener Weg hier. Okay, im nächsten Part würde ich sagen, untersuchen wir die Omega-Ruinen ein bisschen genauer. Ja, und bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Tag und wir werden uns dann wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy X. Also, ciao Leute, bis dann.